Suche nach Israel Putnam. Auf wessen Befehl? Samuel Adams. Folge mir. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wie in der letzten Folge angekündigt, sind wir jetzt hier auf dem Weg zu Israel Putnam. Hi, es ist Breeds. Es gab einige Unstimmigkeiten, wo wir das Lager aufschlagen. Neuigkeiten aus Boston? Die Briten warten ab. Und immer wenn wir Druck machen, verlieren wir ein Dutzend Männer. Ich glaube, Putnam und die anderen wollen Artillerie auf den Hügeln in Stellung bringen. Ein guter Beschuss ändert ihre Strategie vielleicht. Und was ist mit John Pitcairn? Der Bastard ist der größte Maulwurf von allen. Nur ab und an kommt er raus, um zu provozieren oder Kanonengröße zu senden. Doch das macht nichts. Der kriegt noch früh genug, was er verdient hat. Okay, diesmal auch wieder dabei mit der Karte und der Lebensanzeige. Aber das kommt gewiss noch. Wir mal eine Folge pure Überleben zu machen. Pures Überleben machen. Ohne Karte und Lebensanzeige. Doch, ich denke, für eine solche Mission ist das schon angebrachter, wenn man die Karte aktiviert hat. Und dorthin geht der Krieg weiter. Jetzt müssen wir mit dem Mr. Putnam sprechen. Wir sollten auf Bunker Hill bauen. Unsere Befehle stammen von Männern, die so weit entfernt sind, dass es für uns unmöglich ist, nach unserem eigenen Ermessen eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich doch wenigstens die Hälfte dieses Unfugs verstanden hätte. Was gibt's da zu verstehen? Ich will sicher gehen, dass wir siegen. Was ist ihr schon vom... Und da ist er auch schon. General Putnam. Was? Ich suche nach John Pitcairn. Mir wurde gesagt, dass ich hier Hilfe finde. Er ist in der Stadt verschanzt und hat keinen Grund, sie zu verlassen. Solange dieses Schiff seinen Angriff fortsetzt, bleibt er in seinem Nest. Und wenn das Schiff gestoppt wird? Dann wäre der arme John wohl gezwungen, seinen Arsch hochzukriegen. Also diese Flagge, wenn ich Erfolg hatte. Und ich werde eine schöne Rede an deinem Grab halten. Einfach so rum, während hier alles beballert wird. Jetzt sollen wir die Schiffe von ihrem Angriff auf Charleston hindern und zu ihnen schwimmen und dabei keinen Schaden erleiden. Bekanntheit gerade ist 2, das ist schlecht. Na gut, dann rennen wir mal hier durch, am besten so schnell wie möglich durchkommen und gar nicht erst lange irgendwo aufhalten. Genau, dann bleiben, dass man nicht verstanden kann. Hier liegen wir alle Sterne. Oh Mann. Das ist bitter. Doch, das ist fast nicht mehr. Nein, da ist noch Gegner. Hier noch mehr Gegner, überall Gegner. Das wollte ich gar nicht, aber es war recht hilfreich. Jetzt ab ins Wasser, komm schon. Untertauchen. Na los, mach schon hinter das Schiff. Oh, scheiße. Ah, ich hab das Schiff. Okay. Diese beiden Schiffe sind es wohl, die wir aufhalten müssen. Die hier mit brennenden Kugeln die Stadt schießen. Dazu rüste ich am besten mal meine verstellten Klingen aus. Und den Bogen. Und dann schwimmen wir los. Ein Grenadier per Luftattentat eliminieren und auf dem Schiff unentdeckt bleiben. Okay. Das wird sehr schwierig. Gehen wir vielleicht von hinten an. Gehen hier erstmal nicht durch, wie das fertig ist.
Okay, schnell ans Schiff ran, gleich unter Wasser. Nehmen wir uns mal dieses Schiff hier als erstes. Vielleicht können wir hier direkt welche per Attentat eliminieren, wenn die ganz nah anstehen. Dort schon. Aber nicht nah genug. Und er geht weiter. Schon wieder zu leise. Nicht jetzt. Der andere wird das bemerken. Okay, jetzt vielleicht. Okay, niemand hat was bemerkt. Das war spitzenmäßig. Gehen wir mal hier weiter. Da sind welche. Weiter unter Wasser bleiben. Die suchen nach mir. Das ist schlecht. Hier steht einer. Den können wir eliminieren. Na los. Zwei. Und dort müssen wir hin, aber erstmal alle Gegner eliminieren. Dort hinten sind bestimmt noch mehr. Steht einer. Der andere, das ist dieser Grenadier, glaube ich. Der ist etwas schwierig. Oh Gott, ins Wasser schnell. Untertauchen. Schnell an das Schiff ranschwimmen. Da ist ein Überhang, da können die mich nicht sehen, hoffe ich. Genau. Perfekt. So. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen lauter sprechen. Ich glaube, ich spreche etwas leise. Ich bin von dem vielen Sprechen. Links ist einer. Den sollen wir per Luftattentat eliminieren. Das lässt doch darauf schließen, dass wir nach oben müssen. Der uns vielleicht gerade nicht sieht. Vielleicht können wir den vorher noch eliminieren. Komm, sofort zurück! Funktioniert nicht. Mist. Ich hab ihn gleich. Scheiße. Sie haben mich entdeckt. Das ist ja nicht so gut gelaufen, aber vielleicht schaffen wir noch den das Luftattentat. Dazu müssen wir nach oben. Nicht von so einer Kanone da wegballern. Ich gehe lieber mittig. Okay. Na, was machst du hier? Nein, ist nicht gut. Scheiße, scheiße. Okay. So, jetzt müssen wir nach oben. Guck mal auf der Karte, da ist gerade einer, der wird nicht. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich bin Pro-Gamer halt, ne? Ja. Okay, dann können wir das nochmal machen. Das lief ja schon zum Teil ganz gut. Aber noch nicht ganz so. Okay, also diesmal wissen wir jetzt nicht von diesen Kanonen da eingeschlossen. Vielleicht klettern wir einfach mal direkt nach oben. Versucht einfach durchziehen. Ah, und das hat nicht geklappt. Es lief einwandfrei, so wie immer. Hoffentlich steht hier oben keine Wache. Okay, vielleicht kann ich ja welche erheuchen. Den Wurfball. Ah. Ich
schmeißen sie nur hin, sie sterben davon nicht. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich gerade in einem Konflikt mit denen bin, dann möchte ich die nicht heucheln. Und da werde ich schon wieder gesehen, ich muss, ich darf mich nicht sehen lassen. Sonst bleibe ich die ganze Zeit in einem Konflikt mit denen und das möchte ich nicht. Wundervolle Explosion. Warnung Sperrgebiet. Das sehe ich ja mal gar nicht ein. So, da sind direkt zwei. Ich kann die beide auf einmal eliminieren und zack, jawohl. Oder einer Sprengfalle. Ah. Ah. Das war sehr schön. Da kommt einer hier rum, der wollte noch ein paar Purzelbäumchen machen. Also schön. Plündern wir die doch mal, vielleicht haben die was dabei. Ja, der hat eine Sprengfalle, glaube ich. Ja, jawohl. Das ist prima hier. Drei Pfeile. Und ein Pfeil. Ach, den kann ich noch plündern hier. Der hatte Geld dabei. Und auch ein Giftpfeil. Wieder aufgefüllt, wie es scheint. Rauchbomben haben wir keine. Aber sonst sind wir komplett aufgefüllt. Pferdepfeife auch nicht. Aber das stört ja jetzt keinen. Nicht Pferdepfeil. Ich meinte was anderes. Ich meinte Köder haben wir nicht. So, und jetzt ein schönes Feuerwerk aus dem Wasser begutachten. Da schießt auch keiner mehr. So,
so, auf den Masten klettern und die Fahne des Schiffs austauschen. Ja, richtig, das hatten wir dem General Putnam ja versprochen. Der eine schöne Rede an unserem Grab halten wollte. Dazu wird es dann wohl nicht kommen. Wobei, ich bin ja einmal gestorben. Da unten, der Leichenhaufen. Oh Mann. Okay, ein Stückchen ist es noch. Danach müssen wir wieder zurück. Ja, das sah sehr schön aus. Nein! Was war das? Er ist abgerutscht. Ja, auch mit dem Indianer kann sowas mal passieren. Dass man abrutscht. Super. Das lief ganz großklasse. Hier sind da auch wieder Gegner drauf. Aber zum Glück sind die Schiffe immer noch explodiert. Na supi, dann kann der General Putnam ja doch eine Rede an unserem Grab halten. Okay, jetzt einfach durchziehen, einfach durch. Hey, ich dulde keine Gauner in meinem Bereich. Ich auch nicht. Nee. Also das finde ich jetzt aber nicht okay, dass ich hier jetzt gerade abgerutscht bin. Aber mal gar nicht okay. Oh, jetzt müssen wir zu dem ganz anderen Mast. Jawoll, es läuft einfach. Läuft, jetzt lege ich den mal zu Füßen, wie so eine... Naja. Versuche ich es mal auf dem anderen Schiff, vielleicht liegt mir das mehr. Und da werde ich schon entdeckt direkt. Heute ist nicht mein Tag. So, das lief jetzt aber ohne Probleme. Nur muss ich leider, wie es scheint, wieder zu dem anderen Mast. Das gibt's doch nicht. Also sag mal, das finde ich jetzt aber... Oh, na, das lief doch super. Jetzt nur nicht abstürzen, bitte. Das wäre weniger super. So, wo lang jetzt? Bitte? Vielleicht hier am Seil entlang hangeln. Nee, jetzt bitte hier... Ja, genau. Nein, das war falsch. Ja, ja. Jetzt nach links, bitte. Hallo, was machst du denn hier? Und jetzt... Jawohl, nein, ja, so ist richtig. Zack. Und jetzt noch nach oben klettern. Was macht er denn hier? Ich würde mal gerne hier, also, hallo? Na, boah. Also wenn ich jetzt nochmal abgestürzt wäre, dann hätte ich jetzt, dann wäre es vorbei gewesen. So, und da sind wir auch schon. Interagieren bitte. Jawohl, und jetzt müssen wir zurück zur Küste schwimmen. Doch ich würde sagen, das heben wir uns auf für die nächste Folge. Bis dahin und ciao. Oh Mann. Sehr oft sind wir gestorben in dieser Folge, doch ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Das war ja am Ende ein sehr toller Moment, wo man dann die Fahne gehisst hat von den Vereinigten Staaten. Ja, und in der nächsten Folge sehen wir dann, wie dieser Krieg weitergeht. Macht's gut, bis dahin und ciao. Zeit der Entscheidung ist gekommen, ob Amerikaner bestimmt sind, freie Männer oder Sklaven zu sein. Unser unerbittlicher Feind lässt uns nur die Wahl, uns tapfer zu widersetzen oder uns jämmerlich zu unterwerfen. Heute entscheiden wir uns für die Freiheit oder den Tod.